Merkwürdigerweise landen wir immer bei den gleichen Themen, sondern Verteilung von Macht. Bei der Frage, wer hat Zugriff auf welche Ressourcen? Und wer hat welche Entscheidungsbefugnisse? Und wer ist dafür verantwortlich, dass Menschen in unsozialen Situationen leben müssen? Das Bild, was wir sehen, ist bestimmt von einer Menschenmenge. Wagen stehen im Wald am Lagerfeuer. Frauen laufen in bunten Röcken rum. Dunkle Männer singen zur Gitarre. Und Kinder tanzen um das Feuer rum. Pferde galoppieren über die Wiesen. Jungen angeln an einem Bach. Durch die Ritzen eines Wagens erklingt unüberhörbar großer Krach. Eine alte Frau raucht ihre Pfeife. Ein alter Mann erzählt, wie es früher war. Hunde prügeln sich um einen Knochen. Das war anno dazu. Deine Pferde sehen heute etwas anders aus. Ja, heute hat ein Pferd von 4 Zylinder. Hinten aus einem Rohr qualmt es heraus. Das Feuer kriegst du höchstens von Behörden. Dein Leben sieht heute ganz, ganz anders aus. Es gibt keinen Moderator, der da ständig dazwischen quatscht. Und das ist schon dann ungewohnt, also wenn man es dann jetzt über den Fernseher betrachtet.